Ja, super, jetzt kann man es auch sehen. Ja, wie gesagt, unser Thema war das Alpaka-Tamagotchi, kurz auch Alpagotchi. Und an diesem Projekt haben Judith, Julian, Merlin, Noah und ich, Morgan, gearbeitet. Und, Sascha. Näheres dazu erzählen wir jetzt. Ja, ich war zuständig für das Design dieser wunderbaren Hülle hier, für unser Tamagotchi. Ah ja, da sieht man es nochmal. Ich habe das Programm Fusion 360 dafür benutzt. Und ja, es war auch nicht ganz so einfach. Also man sieht, es gab sehr viele Fehldrucke oder Fehlversuche, weil man dann halt immer wieder eine Stunde warten musste, bis der Drucker das wieder dann ausgedruckt hat. Und dann hat man erst gemerkt, dass es eigentlich komplett falsch war. Ja. Als nächstes kommen wir mal so ein bisschen zur Technik, denn wir haben dort auch Sachen nicht nur bildlich gezeigt, sondern die können auch bewegen. Man kann damit interagieren. Wie man hier schön sehen kann, dort ist unser kleines Alpaka und das kann sich auch bewegen. Und das hat man dann so gemacht, dass man ein 128 x 128 Pixel Bildschirm hatte und dann kann man beim XY das immer verwenden und dann konnten wir das auch bewegen und ich glaube, hier hat das ganze Team mitbekommen, wie glücklich wir waren, als das kleine Alpaka entstanden ist und sich bewegen konnte. Aber genauer, wie man die Grafik so macht, erzählt euch gleich Merlin. Genau, also ich habe mich größtenteils mit der Grafik beschäftigt und dabei haben wir dann meistens immer Rechtecke gemacht auf den Bildschirm mit der Anhand von Koordinaten und Größen des Rechtecks und natürlich der Farbe. Und das Problem dabei war dann natürlich, dass wenn man komplexere Symbole hat, die irgendwie viele Kanten haben, dass man dann richtig viele Rechtecke machen musste. Und das war sehr, sehr schwierig. Aber es hat am Ende auch sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Symbole reinzufügen, wie jetzt zum Beispiel hier die Pizza, die Mate, den Controller und den Computer. Außerdem hatten wir halt noch ein Problem mit den Farben und zwar wurden die auf dem Display verfälscht angezeigt und zum Beispiel als wir einen Dunkelbraun für den Pizzarand gesucht haben und dann halt die Daten dafür angegeben haben, war es halt ein Neongrün. Deswegen hatten wir auch erstmal ein bisschen Spaß dabei, Farben rauszusuchen. Ganz wichtig ist natürlich, jedes Tamagotchi hat Bedürfnisse. Jedes Alpaka auch. Und zwar einmal Hunger, es muss essen, dafür gibt's Pizza, weil Pizza ist einfach super lecker. Dann hat ein Alpaka sehr oft Durst, dafür trinkt's natürlich Mate, was denn sonst? Und natürlich muss es auch bespaßt werden und dafür nutzt man dann den kleinen Computer. Genau, links oben sieht man, dass dort Anzeigen sind, wo steht Hunger, Durst und Spaß. Diese Hunger und Durst gehen hoch. Wenn es mehr Hunger hat, dann geht die Hungerleiste hoch. Und wenn es Spaß braucht, dann geht die runter. Mit Hilfe der Knöpfe kann man das dann füttern oder bespaßen. Und desto mehr es am Computer hängt, desto mehr muss es essen, weil das ist ja sehr anstrengend. Genau, und da wir jetzt nur ein Wochenende Zeit hatten, ist das noch nicht alles, was ein Alpaka braucht. Ein Alpaka braucht mehr. unter anderem könnten wir uns vorstellen, dass in der Zukunft andere Sachen wie zum Beispiel Herdenfunktion eingeführt wird, dass wenn ein Alpaka in die Nähe eines anderen Alpakas kommt, es sich dann freut und dann glücklich ist und dann länger lebt. Das wäre ganz schön. Genau, und das wären so Vorstellungen für die Zukunft. Ja, und das war unser Projekt und wir sind ganz stolz darauf, dass wir jetzt schon quasi richtige Modelle haben, die man dann auch, mit denen man interagieren kann und hoffen auch, dass wir das vielleicht irgendwann weiterentwickeln können. Und das war erstmal unser Vortrag. Vielen Dank. Genau, geht noch nicht weg. Ich glaube,
Liv hat noch eine Frage für euch. Ich interviewe euch erst noch ein bisschen. Ich war gestern kurz bei euch und ihr habt gesagt, eine Sache hat euch richtig, richtig viel geholfen dieses Wochenende. Könnt ihr darüber noch mal ein bisschen reden? Weil das, ihr habt ja schon ein krasses Projekt, ihr habt ja auch super, super viel Hardware. Wie habt ihr das alles gemacht? Ja, da waren wir ziemlich dankbar dafür. Das war einfach so genial. Die Idee stand, bevor wir überhaupt wussten, dass das jetzt so möglich war. Also wenn man sich das hier nochmal ansehen kann, dann ist hier so an Hardware auch schon mal richtig geil vorgearbeitet mit Knöpfen, mit Bildschirm und mit ein paar Sensoren auch noch auf der Rückseite. Das alles haben wir aber jetzt nicht an dem Wochenende schaffen können. Das hat ein anderes Projekt schon vorher gemacht, wo wir ziemlich dankbar waren, dass sie das hier gemacht haben. Und das haben wir dann quasi nur weitergeführt. Und es hat halt wie die Faust aufs Auge gepasst. Und vielleicht können andere Projekte denn mit diesem Gadget halt auch noch funktionieren. Ja, super cool. Also ich glaube, ihr habt es ja nicht nur weitergemacht, ihr habt ja definitiv es genauso benutzt, wie man es benutzen soll. Genau, und das wurde ja auch von unseren wunderbaren MentorInnen, und ich weiß, dass besonders Jaden das ja auch mitentwickelt hat. Genau, und das ist, freut uns natürlich total, dass wir auch wissen, dass man sowas auch in der Zukunft total gut bei Jugendhack-Projekten benutzen kann. Und ihr seid die Ersten, die es richtig ausprobieren durften, und ich finde, ihr habt super gezeigt, was man damit alles machen kann. Also vielen Dank, und ich finde es sehr süß. Dankeschön. Applaus